Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 4. Februar. Die Vorbereitungen zum Einstieg des Landes in die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH laufen. Die Umsetzung soll im dritten Quartal 2021 erfolgen. Die WAL war bis Ende 2020 ein Zusammenschluss der brandenburgischen Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und der kreisfreien Stadt Cottbus sowie der sächsischen Kreise Bautzen und Görlitz. Nachdem Sachsen eine eigene Landesgesellschaft zur Strukturentwicklung in der Lausitz gegründet hatte, sind Bautzen und Görlitz aus der WRL ausgetreten. Die brandenburgische Landesregierung hatte bereits im vergangenen Jahr signalisiert, die Strukturentwicklung durch einen Einstieg in die WRL zu forciere. Vorgesehen ist eine Landesbeteiligung in der WRL in Höhe von 54,55%. Der Großreschener Förderverein für das Haus der Landwirtschaft und den Weinbau hat eine kleine Ausstellung in der Seestraße 6 gestaltet. Gezeigt werden dort Museumsstücke zum dörflichen Leben und historische Haushaltsgeräte. Wäsche durch die Jahrzehnte können Neugierige seit kurzem in Großreschen bestaunen. In einem leerstehenden Schaufenster gegenüber dem Haus der Landwirtschaft haben Mitglieder des Fördervereins eine kleine Ausstellung organisiert, barrierefrei und Corona-gerecht. Gezeigt werden Kleidungsstücke und Wäsche, eine erste Waschmaschine von 1900 oder ein historisches Bügeleisen. Nachdem die Weihnachtsdekoration bereits gut angenommen wurde, ist es die zweite Ausstellung in der Seestraße 6. Das Gebäude ist seit kurzem im Besitz der Stadt. Die Dekoration leerstehender Geschäfte basiert auf dem Großreschner Einzelhandelskonzept von 2018. Darin wurde empfohlen, Schaufenster im Stadtzentrum zu dekorieren und zu beleuchten. Auch wenn derzeit noch nicht absehbar ist, wann Reisen und Ausflüge nach und in Brandenburg und ins Lausitzer Seenland wieder möglich sein werden, bereitet sich die Tourismusbranche auf die Öffnung vor. Mit der Initiative Gastfreundschaft mit Verantwortung haben die Anbieter in den letzten Monaten mit viel Engagement die geltenden Corona-Schutzstandards umgesetzt. Häufig wurde dafür ein neuer Service für ihre Gäste auf den Weg gebracht. Nach dem Lockdown werden diese Maßnahmen eine große Rolle spielen, so der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. Viele Bürgerinnen in Lauchhammer beklagen die Schließung des Schlossparks. Nun hat sich der Bürgermeister Roland Polenz dazu geäußert. Die seit dem 15.12.2020 geltende dritte Eindämmungsverordnung enthalte die Regelungen zur Schließungsanordnung für Tierparks und Freizeitparks. Des Weiteren verweist er, dass der Landkreis darüber hinaus aufgrund der hohen Inzidenzzahlen Allgemeinverfügungen erlassen hat, die auch weiterhin gelten. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung im Dezember entschieden, dass der Schlosspark bis auf Weiteres zu schließen ist. Hintergrund für die Schließung des Schlossparks ist auch die Verhinderung von unkontrollierten, begleiteten Treffen von Jugendlichen im Parkareal mit möglichem Alkoholgenuss und Vandalismus. Und jetzt zu den Kurzmeldungen. Im OSL-Kreis gab es am Donnerstag 35 weitere Covid-19-Fälle. Seit März 2020 wurden damit bei rund 4.970 Personen Corona-Infektionen bestätigt. Der Inzidenzwert fiel von Mittwoch zu Donnerstag auf 166. Bei der Deutschen Post ist ab sofort eine Sendungsverfolgung für normale Briefe möglich. Dafür notwendig sind fälschungssichere Briefmarken mit einem Matrixcode. Sie sollen von diesem Donnerstag an erhältlich sein. Das Talentförderprogramm des Deutschen Fußballbundes verlängert seine Live-Trainingseinheiten via Internet. Kinder und Trainer können den Videoeinheiten immer Montagnachmittag folgen. Alle Details finden Sie auch beim Fußball-Landesverband www.flb.de. Die BTU Cottbus Senftenberg beteiligt sich an einer Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit in Brandenburg. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt mit der Landesregierung und der AOK Nordost abgeschlossen. Untersucht werden unter anderem Rauchen, Medienkonsum und tägliche Bewegung. Dazu der Einfluss von Familie, Schule und Freunden.
Erste Ergebnisse sollen Ende 2022 vorliegen. Die erste derartige Studie wurde Anfang 2018 am Institut für Gesundheit der BTU durchgeführt. Befragt wurden über 3000 Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren aus 55 Schulen. Und zum Abschluss jetzt noch die Polizeimeldungen. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Garage im Komplex am Kaufland aufgebrochen. Angezeigt wurde die Tat am Mittwoch. Nach ersten Ermittlungen wurden 2 Komplettsätze Sommerreifen gestohlen. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Polizeibeamte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Autofahrer in Ruhland aus dem Verkehr gezogen. Der 61-Jährige wurde am Elsterbogen kontrolliert und kam dabei auf knapp 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Das war Seenluft 24, der Tag. Jetzt schauen wir noch auf das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Das Wochenende leitet einen deutlichen Temperaturrückgang ein. Freitag bleibt es bedeckt, am späten Nachmittag gibt es Schauer bei maximal 4 Grad. Auch der Sonnabend ist trüb und zunächst trocken. Zum Abend hin fällt der erste Schnee bei 0 Grad. Der Sonntag beschert uns Dauerfrost und reichlich Schnee. Die Temperaturen steigen nicht über minus 5 Grad. Der starke Ostwind macht daraus jedoch gefühlte Temperaturen deutlich unter minus 10 Grad.